Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir suchen gerade jetzt nochmal. Genau, hier. Hier wollten wir rein. Hä? Mir ist gerade aufgefallen, es war ja vorher hier eher so ein Halbmond. Das hat sich umgebaut. Kann das sein? Das hat sich umgebaut jetzt zum Jahreszeitenwechsel. Wo ist der jetzt? Genau, hier gleich hinter. Rechts. Oder liege ich gerade komplett falsch? Ist das? Genau. Karana. Karana General Store. Heißt doch. So, dann wollen wir jetzt erstmal das ganze Zeug hier verkaufen. Den hier. Das hier. Schauen wir mal, wie viel Geld wir dann gleich haben. Hier den. Das hier. Elfenhelm, genau. Den wollen wir auch noch. 600 Gold. Wie super, dass der so viel wert ist. Longsword. 573. Drei Katana, die nehmen wir auch alle. 36. Drei Katana. 37. Ärger, drei Katana. Auch nochmal 37. Und Battle Axe. 15 Gold. Dann hier noch den Mark. 937, das gefällt mir. Kiste 656. Wir müssen mehr von den Dingen aufsammeln. Ring of Shielding, Mind Bracelet, Belt of Agility, Ebony Tor, Belt of Torque, 934. Und ein Amulett haben wir. 93. Sonst haben wir hier nichts. Rees, Boots, Kyras, Pauldron, links, Pauldron, rechts. Gauntlets, Helm, Katana, Mark, Pistol, Bracers, Ring, Adamantium Bracelet, Belt und Tor. Und Amulett. Ja. Das war's dann. Schauen wir mal, ob wir jetzt eine hier schon mal kaufen können. Ich glaube schon. Das eine können wir schon kaufen. Ebony Tower Shield. Doch, den können wir uns schon leisten. Ja. Schauen wir mal an, wie stark unsere Werte jetzt steigen. Ebony Tower Shield of Intelligence. Boah, das sieht krass aus. Alter, die Werte. Yo, was für Werte wir jetzt haben. Ja, hier sind auch irgendwie gleich geblieben, ein bisschen teuer. Die Werte gerade jetzt deswegen. Das müssen wir gleich speichern, sobald wir hier die Hütte verlassen haben. So, Save Game machen wir hier auf die 1. Dann machen wir uns mal auf den Weg wieder Richtung Nordwesten und holen uns noch mal ein paar Aufträge, damit wir auf die 50.000 kommen. Damit wir die Ebenerz-Kyras auch noch holen können für 50.000 Gold. Ey, krass, wie die Werte gestiegen sind. Schauen wir mal, was der noch für Aufträge für uns hat. Brauchen wir noch ein bisschen Geld. Und der hat bestimmt auch was. Auf jeden Fall. So, ja. Wir brauchen Geld, natürlich. Das würde jetzt uns 800 Gold. Ernsthaft 800 Gold für den?
Ja, okay, komm, nehmen wir trotzdem an. Weil kann ja sein, dass da vielleicht noch ein paar wertvolle Sachen gibt, die wir verkaufen können. Ja. 800 Gold ist echt wenig. Oder es war irgendwie ein Tippfehler und es sind 8000. Dann würde ich mich freuen. So, wo müssen wir hin? Nicht? Taverns Dungeon, genau. Und los. Und los. You since the night is nearby. Muss hier. Warte mal. Lesen, was ist die Aufgabe überhaupt? So. You have been hired by King Sildrums to bring Tavern Musbrook, the Knight of Heaven, back to Heaven by Mo. Achso, ich muss jemanden zurück. Nur ein Ritter aber. Oh. Wasser. Sind wir genau hier jetzt auf der Map? Hier werden wir wahrscheinlich viel schwimmen dürfen. Und wer starrt danach aus? Okay. Hier schon Ende. Ah, das sieht auch aus, als wäre da schon Ende. Okay. Halt. Oh, Gold. Hm, na, Glockensock, Stilhelm. Vielleicht ist da was Magisches. Gold. Crystal Buckler. Und hier ist wieder Ende. Und hier auch. Na doch nicht. Ah, der Dungeon hatten wir auch schon mal gehabt. Der Höllenhund hat nichts. Haben wir schon alles erkundet. Ah, da war noch ein Raum, den wir noch nicht drin waren. Hm? Ah, so ein Raum war das. Gehen wir hier wieder. Hier noch eine Tür? Irgendwo? Da rechts nur. Okay. Aber das Dungeon hatten wir hier auch schon mal gehabt. Also zumindest den Aufbau hatten wir schon mal gehabt. Da holen sich alle. Rote Tür. Warum geht drauf? So, 29 Gold. Ich glaube, bei denen lasse ich das. The orc obviously belongs to the ranks of the Underkings minions. There's a sheen of madness in the eyes that tells you negation is ill. Achso, hier. 50 Gold und ein Buckler nehmen mit. Buckler und ja auch ein. Einmal vielleicht kurz aufheilen. Healing. Nochmal hier. Ist ja richtig schlimm mit mir. Nichts. Auch nichts.
Hier ist nicht. Ja, komm. Okay, dann haben wir hier den Bereich schon erledigt. Dann müssen wir nur noch und weiter am besten. Jetzt aber krass, finde ich. Der hat 13 Gold. Und sonst nichts. Gehen erstmal hier raus. Okay, hier gibt's nicht. Ja, bleibt uns nichts anderes über, als runterzugehen. Hm? Hier dann nach rechts. Ah, da war was. Nein, komm. Und ein Talk. Muss ganz kurz husten. Nur noch mittlerweile ein leichter Husten geblieben. Mittlerweile Angst, dass ich Corona habe. So lange wie der Husten bei mir schon anhält hier. Ich lieber gerne darauf verzichten kommen. Irgendwas. Und diese Wände. Hat sich nicht gelohnt, hierher zu schwimmen. Aber immerhin haben wir das hier einigermaßen verfolgt. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Gehen wir gleich. Noch weiter. War auch nichts. Hier gibt es sonst nichts. Ne? Keine Geheimtür? Doch, hier ist eine Geheimtür. Geheimtür. Und du hast aber vollgebracht. Mit? Ja, nicht darunter. Mal jetzt. Dem Ende. Laufen wir hier mal. Wir gehen jetzt wieder zurück. Hier ist noch keine Geheimtür. Wir da herüber. Jo, das können wir. Und wo wollen wir hin? Und wir gehen erstmal geradeaus. Ja, hier ist nur Unterwasserwege. Die nutze ich am ungernsten. Weil wenn man am Schwimmen ist, kann man ja nicht kämpfen. Und wie wir das vor ein paar Folgen mit den Spinnen erfahren haben, wenn die Spinnen einen noch paralysieren, auch vorbei. Wasser ist. Echsen können ja einen auch noch paralysieren, also im Wasser ist das nicht gerade schön. Ich weiß. Karogan Fernpool gives up his fight. Figuring that perhaps King Sildren will be more merciful than you. Was? Ach, den musste ich finden.
Scheiß Magier. Auch noch. 36 Gold, immerhin. Egger, Baklabla. Was? Den haben wir hier gefunden und mussten wir bekämpfen und der kann auch. Der kann aufgeben. Mustika. Sowas auch. Im Grunde ist das jetzt hier nur einmal rechts. Im Süden dann ein bisschen noch erkunden und dann können wir wieder gehen. Ab nach Hause. Oh. Okay, den haben wir erledigt, der hat nun doch. So. Du bleibst liegen. Geht auf. Hier gibt es nichts. Gar nichts. Haben wir hier eigentlich? Okay, bis auf den Bereich hier alles schon erkundet. Ah, hier ist auch noch eine Tür. Dadurch. Meistens sind wir da. Okay, sonst gibt es hier nichts mehr. Der Ausgang ist. Rechts. Und ab zurück nach Heaven. Heaven. 8 Tage, ja, schaffen wir. Ja, das war jetzt ein schneller Dungeon. Ah, okay, wieder Nacht. Natürlich. Irgendwo noch eine Taverne gehabt. Haben wir die Taverne? Haben wir hier nicht noch eine Taverne markiert gehabt? Thirsty Tide, Heat Armament. Wir finden schon eine. Eine finden wir schon. Da pennen können. Na, es wäre schön, wenn hier die Taverne ein bisschen besser zu sehen wären. Pennen. Ich hoffe mir, dass das hier eine Taverne ist. Hier im Waffenladen. Hier haben wir den Halbmond. Keine Taverne. Da haben wir eine. Ganz schnell. Jo. Mal jetzt eben noch kurz was trinken und dann Waffe einstecken. So, get a room. In dem Fall Double Zimmer. Bei. Jo. Hm? Jetzt die Gold, ist in Ordnung. Ne? Was? Nein, 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 nein. Nicht 2 Nächte. Eine Nacht. Gehen wir mal Richtung der Zimmer. Ich glaube da. Oder hier rein. Jetzt haben wir es. Ja, 1 Stunde 2. Sagen wir 2 Stunden. Oh! Nee, ein Eisengolem. Und schnell heilen. Golem has nothing usable. Ah, toll.
Gott! Ja. Gegen zwei Eisengolems? Ist der in Ernst? Braucht nicht sein. Das, was wir gleich machen werden, wahrscheinlich Heiltränke kaufen. Oh, jede Menge Heiltränke brauchen wir gleich. Wie viel später haben wir es? Gleich 8 Uhr. Ja, wir sollten mal besser abhauen. Und liefern den mal ab. So, Nordwesten. Das war jetzt aber ein Schock. Gegen zwei Eisengolems. Oder durch? Ja. Ja, können wir auch durch. Da haben wir die Stadtmauer. Da haben wir das Königshaus. Oh mein König, ich hab hier. Oh, Master McKnight, at last you must pay for your crimes. I will be more merciful to you than you were to the people of my city state. Away with him as for you, Maxius. Here's a reward of 800 gold pieces, I promised. Know that the King of Haven is grateful. So, jetzt schauen, waren das jetzt wirklich 800 oder 8000? Ah, 800. Okay. Schade. Schade. Jetzt aber schon mal schauen, wie viel Heiltränke haben wir noch. Okay, Healing haben wir noch jede Menge. Hier schnell verkaufen. Oh, da vorne. Ist ja der gute Händler. Schnell. Genau, dann wollen wir die. Haben wir mitgenommen. Noch Butler. Ja, 7 Gold. Steelhelm, genau. 60 Gold. Longsword, 11 Gold. Schade, wir haben nicht magische Blut genommen. Außer jetzt hier den Markt. Ah, wo haben wir uns mal auch noch? 11 Gold, wow. Ja, dann wird uns wahrscheinlich Mark und Crystal hier ein bisschen retten. 318 Gold, ja. Dann hier Crystal, 609. Genau, 234. Haben wir noch was? Okay. Wer ist denn? Dann war es das wohl. Mit den Heiltränken, die wir haben, können wir eben noch eine Quest machen. Danach würde ich sagen, müssen wir uns Heiltränke holen. Holen wir mal vom guten König hier nochmal eine Quest. Ja, Quest, genau, danke. So, wo steht, wie viel wir bekommen? Come closer, I have no wish to open this discussion to all curious ears. I need someone with your skills to capture someone for me. Here's Aragorn Shadyway.
A villainous thief, and I wish to bring him to justice. Covers now of my desire and made right to thwart you. It may be the Underking. Ah, der kann der Underking sein. Be careful, it will take you as much as 46 days to journey to the labyrinth of Aragorn and back. I must have Aragorn Shady Bay by Tilda's 15th of mid-year, or else we will be useless to me. In return for your service, I will pay you 800 gold then when you return, if you are successful. Do you agree? Ja, okay, 800 Gold, okay. Sind meine Leistungen jetzt nicht mehr so viel wert, oder was? Dass ich nur noch 800 kriege? Ich hätte lieber gerne diese eine Quest, wo wir 8000 bekommen. War egal. Irgendwas mit Aragorn müssen. Aragorn. Labyrinth von Aragorn, genau da war ich drauf. 15 Tage wieder. Dann reiten wir da mal los. Und würde ich sagen, hier nochmal ein Safe Game. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wow. Noch einer. Ab will ich nicht. 20 Gold, die nehme ich. Ich nicht. Dann würde ich jetzt sagen, aber sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank wieder fürs Dabeisein. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.